Kurzes Update zur Booking-Aktie. Ich hatte darüber ja vor 3 Monaten ein Video gemacht und schauen wir mal, wie sich es entwickelt hat. Denn wir sehen aktuell, dass die Booking-Aktie hier unten auf 1700 Euro ist und sich zwischen zwei entscheidenden Levels, zwischen dem 1800er und dem 1600er Dollar Level befindet, bei dem es erst letztes Jahr um dieselbe Zeit einen ähnlichen Verlauf gab. Also das war 2020 der Tiefststand bei 1600. Es kann also durchaus noch weiter runtergehen für die Booking-Aktie. Aber was interessant ist, ist der Vergleich mit dem Jahr 2021. Da ging es auch fast wie in diesem Jahr bis Juli, eigentlich bis August, Hochsommer nur bergab, bis dann hier 2050 ungefähr erreicht war. Und dann zog die Booking-Aktie zum Jahresende extrem an. Und sowas wäre doch jetzt auch schön. Wir sehen, sie hat extrem verloren an Boden. Das Unternehmen ist fundamental, aber immer noch kerngesund und macht super Umsätze und 2022 soll ja das beste Reisejahr aller Zeiten sein mit Reisechaos und so weiter. Aber Fakt ist, Booking profitiert davon ohne Ende und das spiegelt sich im Moment überhaupt nicht im Aktienkurs wider. Der ist nämlich ganz unten und dann sehen wir hier am 3. August gibt es hier die Zahlen, geschätzt wird ein Umsatz von 4,3 Milliarden. Sollte Booking hier das übertreffen, weil es einfach ein super zweites Quartal war, erstes Quartal auch, Vorfreude auf den Sommerurlaub und so weiter, dann hauen die super Zahlen raus und dann zieht dieser Kurs an. Also das sollte man hier bis zu den Zahlen genau anschauen. Ich könnte mir eben vorstellen, dass es vielleicht sogar wirklich so eine Punktlandung wird, dann bis August, dass sie hier unten bei 1600 ankommen und dann sollte man mit beiden Händen zugreifen bei der Booking-Aktie, denn das zweite Halbjahr kann ja eigentlich nur besser werden als das erste und ja, gut, natürlich ist dann viel eingepreist und so viel gereist wird dann nicht mehr, aber ja, wie gesagt, die Zahlen werden schon für einen Kurs. Eine Kurskorrektur dann sorgen, dass es wieder aufwärts geht.